Willkommen zurück bei Pokémon Let's Go Pikachu auf der Zinnoberinsel. So, wir sind quasi auf der Zielgeraden übrigens, ne? Das ist quasi nicht mehr allzu weit, dann haben wir es geschafft, es fehlen noch genau zwei Orden. Dann haben wir das Spiel eigentlich theoretisch von dem Grundziel her durch. Natürlich nicht zu vergessen die Pokémon-Liga, aber vom Grundspiel zumindest. Und damit sind wir eigentlich wirklich auf der Zielgeraden, ne? Übrigens wieder ohne Webcam, wie ihr sehen könnt, weil ich gerade hier ein bisschen entspannt rumsitze. Okay, wir gehen mal zur Pokémon, wie heißt das hier nochmal? Zum Zinnoberinsel-Labor, Pokémon-Forschungsinstitut. Ihr habt ja schon gehört, der Schlüssel zur Villa ist im Institut, oder? Habe ich das falsch rumgesagt? Ich glaube, das war richtig. Hallo. Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon so neugierig, sehr löblich. Wir widmen uns hier tagtäglich der Erforschung von Pokémon. Es kommt auch vor, dass Leute seltene Pokémon zur Begutachtung vorbeibringen. Okay, oh, der sieht ja süß aus. Ein Foto vom Gründer des Labors, Dr. Fuji. Okay. Zinnoberinsel Labor, Empfangsraum. Hey du da, renn auf dem Gang ist verboten. Das wollte ich immer mal sagen. Wurde zu mir das schon mal gesagt? Ja, vor der Gamescom. Rennen verboten. Dieses Sofa ist total weich. Es fühlt sich an, als würde man auf Wolken sitzen. Das hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings mit unseren Gästen ab. Wenn er gerade mal nicht belegt ist, kommen manche Forscher hierher, um sich vor der Arbeit zu drücken. Da hier gerade offiziell scheinbar kein Meeting stattfindet, gehe ich mal fest davon aus, dass die sich hier gerade vor Arbeit drücken, oder? Auch nicht schlecht. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden, das stammt sicher von einem seltenen urzeitlichen Pokémon. Davon ist auszugehen. Zinnoberinsel-Labor, Forschungsraum. Okay. Oha. Für Bewohner der Kanto-Region sieht dieses Gerät auf den ersten Blick womöglich wie eine Waschmaschine aus. Es ist aber keine, sondern... Was soll das denn? Es lässt uns einfach unwissen, was das ist? Was soll das denn? Ah, ich habe einfach viel zu tun. Ja, das sagen alle Forscher. Eine Pfeife? Hier liegt eine Pfeife aus Bernstein. Okay. Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, mit uns Forschern mithalten zu können? Ah, du kannst nicht mal eine Partyschale von einem Reagenzglas unterscheiden. Tut mir leid, dass ich einfach so verhöhnt habe, aber ich habe jetzt Tage nicht geschlafen. Nimm das hier als Entschuldigung. TM02 Verhöhner. Sie zwingt Gegner dazu, nur noch Attacken einzusetzen, die Schaden verursachen. Toll, das sind die wichtigsten Attacken. Was für eine Katastrophe! Jetzt habe ich doch tatsächlich aus Versehen mit einem nicht abmischbaren Stift geschrieben. Ah, vielleicht sollte ich die Tafel einfach umdrehen und die Rückseite beschreiben? Mega geil, oder? Wir hatten auch mal eine Tafel in der Fachhochschule, an der auch ein Strich war mit einem nicht wegwischbaren Stift. Evoli kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Man kann aber das private Evoli nicht weiterentwickeln, ne? Wenn man Let's Go Evoli hat. Ich glaube nicht. Okay, das sieht sehr spannend aus. Was ist das hier? Versuchsraum. Okay. Wenn ich so lange auf dem Computerbildschirm starre, strapaziert das ganz schön meine Augen. Ich sollte öfters Pausen einlegen. Es ist wichtig, seine Augen mal eine Auszeit zu gönnen. Das habe ich auch tatsächlich. Wenn ich innerhalb der Woche wirklich 5-6 Stunden auf der Arbeit auf dem Computer gucke und dann hier zu Hause auch nochmal abends 2 Stunden, dann merke ich das. Was hier? Das Innere dieser Maschine ist offenbar ganz kalt. Vielleicht sollte ich mich zusammenrollen und ein Fossil werden. Dann könnte ich mich in der fernen Zukunft wiederbeleben. Hallo, ich bin ein wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ich erforsche unermüdlich seltene Fossilien. Hast du ein wertvolles Fossil dabei? Ja, ein Helix-Fossil. Ah, ich denke, das ist ein Fossil des lange ausgestorbenen Pokémon Ammonitas. Dank der Maschine, die ich entworfen habe, kann ich jetzt in ein Pokémon zurückverwandeln. Möchtest du das? Ja, bitte. Ah, gib her. Du gibst dem kauzigen Wissenschaftler ein Helix-Fossil. Kauziger Wissenschaftler, geile Bezeichnung. Das Experiment ist geglückt. Das Fossil war ein Ammonitas, ganz wie ich es vermutet hatte.
Ammonitas erhalten. Für Ammonitas wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sieht ja süß aus. Es wurde aus einem Fossil zurückverwandelt. In der Urzeit schwamm es durch geschickte Bewegen, durch geschicktes Bewegen seiner 10 Tentakel durch das Meer. Mega süß. Auch wenn die Augen ein bisschen gruselig sind. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Okay. Wer ist das hier? Mit einem Mikroskop kann man erkennen, dass jegliche Materie in unserer Welt aus zahllosen Molekülen besteht. Egal also, wie groß etwas wirkt, im Prinzip ist es doch nur eine Ansammlung von kleinen Teilchen. Andererseits können selbst die kleinsten Dinge sich zu etwas Großem zusammensetzen. Faszinierend, oder? Hat er schön beschrieben, oder? Gut, so viel dazu. Das war's hier schon. Sehr merkwürdig. Okay, gehen wir mal in die alte, gruselige Villa. Oh mein Gott. Ein Magma. Warte mal, bis der wieder in die Mitte springt. Weil sonst endet das Ganze so. Was? Hä? Da werfe ich doch gar nicht hin! Ey Leute, ich schwöre euch, ich werfe nach rechts. Meine Güte, das war aber jetzt eine schwere Geburt, ne? Nein! Einfach fabelhaft. Ja! Oh Mann, das war aber Glück. Also was heißt Glück? Nach den ganzen verworfenen Bällen beinahe gerechtfertigt, würde ich sagen. Galopp erreicht Level 37, sehr schön. Magma werden in Vulkankratern geboren. Sie sehen aus wie Feuerbälle, da ihr ganzer Körper in Flammen gehüllt ist. Okay. Haben wir unten ganz viel... Ah! Haben wir Radikal schon? Ich glaube schon, oder? Aber nur Radfratz. Haben wir auch schon. Okay. Tschüss. Gehen wir erstmal nach oben, oder? Mega creepy hier drin. Hallo? Blick, du hast einen versteckten Schalter betätigt. Du hast ein Geräusch. Es klingt so, als hätte sich irgendwo etwas bewegt. Was? Ein Top-Äther. Und was ist das hier? Ist das ein Einbrecher oder sowas? Dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nur jemals wieder rausfinden? Gute Frage, kann ich dir nicht sagen. Dieb Arnie fordert dich heraus. Ach, schön. Oh, Mann, ist das schön, oder? Das ist nur ein Galopper. Die sind so edel einfach. Aber eben gegen Blitz im Nachhinein sehr schwach. Okay. Oh nein, meine Beute! Oh, wenn du die Geheimschalter betätigst, öffnen sie die Türen der jeweiligen Etagen im Wechsel. Was? Was soll das denn heißen? Okay, jetzt ist das hier offen. AP Plus, war das damit gemeint? Tagebuch, 10. Juli. Ich habe das neu entdeckte Pokémon auf den Namen Mew getauft. Oh. Das ist ja... Ja, wir besitzen Mew ja schon. Mew war ja damals ein sehr seltenes Pokémon.
dass man eben dann auch nur an einer Stelle fangen konnte. Da ist eine Leiter. Drei Hyperbälle. Die ist jetzt so, die Tür. Juli. Ich habe tief im Dschungel eine neue Art Pokémon entdeckt. Hier dreht sich also alles um Mew. Sehr interessant. Toppeleber. Ach, der Schlüssel zur Arena war in der Villa. So war das, ne? Ein Fluchtseil. Slimer! Haben wir schon? Ich weiß gar nicht. Oh, es ist so süß und so schleimig. Haben wir noch nicht? Mega geil. War ein sogenannter Quickball. Schade. Nein. So, jetzt aber, komm schon. Eins, zwei, drei, ja. Und Glurak erreicht Level 46. Und Slimer. Slimer ist aus erhärtetem Schlamm entstanden. Es riecht sehr penetrant und man sollte es nicht berühren. Wo es hintritt, wächst kein Gras mehr. Was? Was? Geile Aussage. Ja, wir gehen nochmal runter. Jetzt haben wir unten wahrscheinlich so... Verändert das die... Türen, die... Was öffnet das Türen im Wechsel? Das habe ich nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Okay, da ist wieder ein Schalter. Eine Sprühdose Topschutz. Top Elixier. Oh, unterm Tisch versteckt. Was ist das denn? Top Lock Parfüm. Schönes Versteck. Oh mein Gott. Das ist sogar die Weiterentwicklung von Slimer. Es ist Slimock in winzig. Na, so ein Glück aber auch. Und wie das wabbelt, das ist ja der helle Wahnsinn. Das war ein schlechter Wurf leider. Was? Okay. Turtok erreicht Level 42. Oh, jetzt habe ich den Text nicht vorgelesen, tut mir sehr leid. Können wir gerne nachträglich noch machen. Moment, Pokédex. Haben wir schon ewig nicht mehr reingeguckt, oder? Ah, da fehlen noch so einige. Sein fürchterlicher Gestank kann zur Ohnmacht führen. Da seine Nase so verkümmert ist, kann es selbst nichts mehr riechen. Das ist aber auch wieder traurig, oder? Teilweise sind die Pokémon-Texte halt echt böse. Die sind gar nicht so lieb. Ja? Das ist nicht immer nur, es ist ein süßer Haufen Schlamm, sondern einfach mal total beleidigend indirekt. Ist hier jetzt die gerade eben noch verschlossene Tür offen? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Welche waren überhaupt zu? Ich bin gerade nur so halb hörnig dabei, um ehrlich zu sein. Hier, ne? Die jetzt offen? War die zu vorhin? Ich glaube schon, oder? Ne, die war offen. War nicht irgendeine Tür zu? Ist das ein Ditto? Oh mein Gott, ein Ditto! Ja, die sind echt schwer zu fangen, ey, mit diesen blöden Hin- und Hergehüpfe.
Das muss aber jetzt klappen, oder? Yay, 1500, oh mein Gott. Mew erreicht Level 51 und Galoppa Level 38. Feuersturm hört sich gut an. Galoppa ist aber einfach wirklich wunderschön, oder? Wenn es seinen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie. Naja, also ich finde die Ditto-Kopien ja nie so perfekt, weil man die schon sehr gut erkennt. Nahezu perfekte Kopie. Dieses Haus ist echt riesig. Diese Diebe hier, mein Gott, was ist denn los? Dieb Simon! Ja, die haben halt sehr viele der Pokémon, die hier sind, geklaut. Aus dem Besitz des Hauses geklaut, wenn man so will. Reicht ein Donnerschlag eigentlich auch? Tatsache. Okay, der hält schon ein bisschen mehr aus. Nein! Ah, schade. Schwer vergiftet, was soll das denn heißen? Aber egal, wir machen jetzt noch hier einen Blitzschlag, dann war's das. Donnerschlag, meine ich. Hauboss erreicht Level 44. Ah, gut geklaut. Gut geklaut ist halb gewonnen, aber eben nur halb. Gut geklaut ist halb gewonnen. Das ist aber auch ein geiler Spruch, oder? Ich frag mich, wo mein Partner abgeblieben ist. Der ist unten. Gut geklaut ist halb gewonnen. Ich kenne nur den Spruch besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Kenne ich halt nur. Gegengift. Okay, hier komme ich ja gar nicht weiter, ne? Tür ist zu. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier unten die Statue angrabbeln, damit oben die Tür umschwippt, oder? Hier ist doch, hier war doch Uruguay. Bin ich blöd, oder? Sind die Statuen für eine andere Etage oder für die gleiche Etage? Klingt so, als hätte sich irgendwo etwas bewegt. Die Tür ist immer noch zu. Jetzt ist sie offen, okay. Natürlich ist hier ein Ass-Trainer. Was macht die denn hier? Ach du Schreck, ich dachte, du wärst ein Dieb, aber du bist ja nur ein Trainer. Ich bin Trainer-Coach. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ja, natürlich. Auf geht's. Trainer-Coach Eevee fordert dich heraus. Oder Ivy. Mit Georock.
Ah, jetzt geht das wieder los. Machen wir mal Plätschersurfer. Das müsste doch viel Schaden machen, oder? Yo, Mann! Mega geil. Kritzelturbo hat kein... Oh nein. Na! Oh, Alter! Der Schaden, ne? Das ist unglaublich. Weiß nicht, was viel bringt. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist jetzt unsere Chance. Oh mein Gott. Ist das ein Glück gewesen? Das kann ja nicht wahr sein. Guapo. Britzelturbo. Ja. Oh mein Gott, schon wieder. Also, Pika, jetzt haust du aber raus hier, ne? Mega gut. Das war aber sehr viel Glück auch, oder? Pika erreicht Level 58. Wow, wow, sieh mal einen an, du bist richtig gut. Der Kampf gegen dich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Steinhagel. Boah, die macht bestimmt auch viel Schaden. Mit Steinhagel, sie ist sehr beeindruckend. Es fallen massig Steine vom Himmel, deswegen kannst du damit in einem Doppelkampf beide Gegner auf einmal treffen. Okay. Ich würde da mal ganz gern einen Tränkschild zucker. Supertrank reicht, glaube ich. Top. Ah! Knapp. Okay. Da liegt nichts. Ein Hyperheiler. Alles weitläufig hier, ne? Schmarotzer. Was? Was ist das denn für eine Attacke, Mann? Wo geht das denn jetzt hiermit auf? Tatsache. Aber wesentlich einfacher, als ich dachte, alles hier. Mein Mentor lebte einst hier. Alles klar, gar nicht creepy. Forscher Götz fordert dich heraus. Smogmog, oh je. Mach mal einen Plätschersurfer, ohne zu wissen, ob das wirklich effektiv ist. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, was ist denn los? Auf einmal paralysieren alle und alles ist so ein bisschen gut. Oh, das ist nicht gut. Was? Also Pikachu haut momentan einfach nur raus. Momentan haut er einfach nur raus, der Kleine. Schön, den hätten wir besiegt. Magma. Ja, wie gesagt, die Feuer-Pokémon sind jetzt wirklich für Pikachu gar kein Problem. Magneton.
Ja, da würde ich dann jetzt den guten Gletscher-Surfer mal ausprobieren hier. Okay, Pikachu. Was ist denn los hier? Pikachu ist unantastbar. Na, ah, du bist ja unglaublich stark. War der mit Chemikalien voll? Was ist denn da los? Du kommst nicht weiter? Versuch doch mal die Leiter da hinunter zu klettern. Danke für den Tipp. Hier kommen wir doch jetzt bestimmt da hinten aus, oder? Also. Genau. Wow! Boah, der wollte aber unbedingt zu mir, ne? Nein! Nein! Oh Mann! Es geht alles schief hier. Hoch! Oh, come on. So, jetzt aber. Scheiße. Nein! Ja, es ist ja... Ich meine, wir haben schon Magma, ich weiß, aber der kam so auf mich zugelaufen, der wollte ja wirklich zu mir. Glurak 47 und Turtok 43. Okay. Ach, come on. Richtiger Auflauf hier von Pokémons. Oh, was? Da hat jetzt aber in Zeitlupe gedreht, oder? Wie gemein war das denn? Astrainer... Jerome? Ist das Jerome? Heißt das Jerome oder wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war Jerome. Okay, Plätschersurfer. Nein! Nein! Oh Gott, wie dämlich. Das war natürlich vollkommen falsch, ich weiß. Ich wollte einen Britzelturbo machen. Kein Plätschersurfer. Galopp erreicht Level 39. Geil. Razaf. Was habe ich da nochmal gemacht? Ich glaube, ich habe den doch mit Britzelturbo hat nichts gebracht, ne? Okay, doch, aber... Wow, okay, das ist in Ordnung. Aber jetzt macht er wahrscheinlich... Was ist denn mit Pikachu los auf einmal? Reflexe wie ein Ass. Der lässt sich gar nichts mehr antun hier. Wahnsinn. Mega! Ja, das kam unerwartet. Ich muss doch viel stärker werden, wenn ich gegen Pyro gewinnen will. Ja, das ist ja der Arenaleiter hier. Befüllen seinen Hypertrank. Könnten wir eigentlich auch mal direkt benutzen. Beutel. Medizintasche. Paraheiler, Elixier, Hypertrank, einsetzen, Pika. So. Okay. Magma. Ah! Nein! Da habe ich uns als schlanker geschätzt, als wir sind. So, weg hier und weg hier. Weg. Du findest eine Kapsel X-Treffer. X-Treffer ist auch ganz geil, aber brauchen wir eigentlich nicht, ne? Mit diesen ganzen Statusveränderungen. So, dann hat er ja gesagt, hier einmal runtergehen. Ah! Mann! Das war, nicht geplant.
wurden dir die Blumen denn nicht gegossen? 5 silberne Himbeeren. Aha. Nein! Das wollte ich nicht! Lass mich wieder runter. Ich wollte sowieso mal kurz eine Sache gucken. Moment. Beutel. Medizintasche. Ach, ich hab ja schon. Ich wollte mal ganz kurz eine Sache nachgucken für den Livestream. Ich streame ja gerade eben wieder parallel. An dieser Stelle nochmal Schleichwerbung. Wenn ihr Bock habt. Auch im Stream. Dabei zu sein. Ist das immer möglich? Ihr könnt auch gerne im Livestream einschalten. Das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Also der Stream läuft immer. Beziehungsweise meistens. Und dann könnt ihr gerne im Stream gucken und dann auch eben mit kommentieren, statt nur auf YouTube die Aufzeichnungen zu sehen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Dann könnt ihr den ganzen Content hier mitgestalten und mitwirken. Statt nur passiv zuzusehen. Forscher Ramon fordert dich, oder? Ramon, ich habe keine Ahnung. Oh, ein Voltoball. Voltoball. Die kann man an einer Stelle... Oder war das... Nee, das war ein... Das war ein Gold, ne? Wo man die an einer Stelle bekommen kann. Ich glaube, das war Pokémon Gold. Das war nicht sehr effektiv. Es ist ja auch ein bisschen unfair, muss man dazu sagen, dass Pikachu mit Plätscher Surfer eine Wasserattacke kann, obwohl es ein Blitz-Pokémon ist. Das ist auch ein bisschen mies irgendwie, finde ich. Limog. Okay, Hauptsache nicht vergiftet, der Rest ist mir egal. Okay, sehr schön. Forscher Ramon wurde besiegt. Was für ein Reinfall. Auch geil. Geile Aussage. Was? Du suchst einen Schlüssel? Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, einen Schlüssel zur Arena, verdammt. Haben wir hier? Ein Feuerstein, damit wird Evoli zu Flamara. Ich verrate jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurück teleportiert. Da schauen Sie was. Gut, dass ihr mir das sagt. Ich frage mal nicht, warum der hier rumsteht. Das ist ein bisschen gruselig, aber nehmen wir mal so hin. Aha. Tag, 1. September. Mewtwo ist zu stark für mich. Ich bin außerstande, seine unkontrollierten Wutausbrüche einzudämmen. Mewtwo. TM52 Matschbombe. Mit Mewtwo kommen wir schon sehr stark aufs Endgame. Ne? Also Mewtwo ist wirklich Endgame. Top-Trank. Nehme ich auch mit. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier nur gelandet? Keine Ahnung. Schon ganz schön weit unten, ne? Also wer sich hierhin verläuft als Dieb, der hat eigentlich schon so den tiefsten Punkt entdeckt. Dieb Ludwig. Smogon. Die haben aber auch alle blöde Pokémons, ne? Können die nicht einfach hier Magma haben? Einfach alle Magma. Fertig. Was, ein 3-Tage-Bad sein oder ist das so Schminke oder sowas? Sieht ganz merkwürdig aus. Nochmal Smogon. Wenn die alle von Britzel Turbo so leicht zu besiegen sind, dann kann der auch gerne mehrmals Smogon dabei haben. Ist mir auch egal. Zack. Nein! Okay, Matschbombe. Okay. Keinen Vergiftungsschaden. Perfekt. Dann einmal der Donnerschlag.
und Smorgon ist weg. Perfekt. Smorgon, wer hätte das gedacht? Wenn das vierte on Smorgon ist, dann ist aber hier zappenduster, ich sag's euch. So. Britzelto. Ich weiß halt nicht, sind die denn gegen Blitz oder gegen was anderes empfindlich? Ja, ich habe keine Ahnung. Nein! Ach, scheiße. Ich nutze zweit. Nein! Bitte nicht vergiftet. Okay. Ich warte. Zweimal genau gleich gelaufen. Das heißt, nur mit einem Volltreffer ist er wirklich direkt besiegt. Und Smogmog. Really? Ernsthaft? Als letztes dann noch? Nein! Ja, okay. Donnerschlag ist wahrscheinlich auch gut. Es ist okay. Oh, mega, Alter. Was ist mit Pikachu los? Nein! Oh. Ah. Okay, alles gut. Nicht verzweifeln, wir schaffen das. So, Donnerschlag. Komm schon. Perfekt. Eieiei. Oh, dabei wollte ich doch nur in alle Ruhe ein... Was? Was steht da unten? Moment mal. Was steht da unten? Ich wollte in Ruhe einklauen gehen? Statt einkaufen oder was? Junge, was ist los mit dir? Einfach mal hier, wie heißt das? Neo, wie heißt das nochmal, wenn man neue Wörter erfindet? Die früheren Besitzer haben viel nützliches Zeug liegen lassen. Das sehe ich. Blätter und Blätter. Okay. Ja, hier war ja die Statue drin, ne? Mega geil. Einklauen gehen. Klick! Naja, ich gehe auch immer einklauen. So. Was haben wir jetzt hier? Hier ist noch ein Forscher, der hat sich selber hier eingesperrt. Betten. Haben wir noch. Ein Heiltrank wäre nicht schlecht, ne? Hallo? Hier ist so schön viel Platz, ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Ihr verrückten Forscher, man achte bitte mal auf die vollgefleckten Forscherkittel. Der gute Angelo. Electek. Auch ein. Fand ich früher irgendwie cool. Ich weiß nicht warum. Ich fand das früher sehr cool. Auch wenn er so eine Monobrau hat. Hier wieder, ne? Plätscher Surfer, total miese Attacke, weil als Blitz-Pokémon Wasser ist halt einfach mies. Und Donnerblitz macht uns halt keinen Schaden, ne? Weil Blitz gegen Blitz ist halt... Wurscht. Zack, weg ist er. Na, was mach ich bloß? Vor allem habe ich dem schon so eine leicht italienische Stimme gegeben, bevor ich wusste, dass er Angelo heißt. Ja, gefällt es mir. Wenn ich mich hier niederlasse, komme ich mit meiner Forschungsarbeit bestimmt gut voran. Na, sicherlich. Du hörst jetzt zu. Ein Sonderbonbon. Moment mal, wurde hier Mewtwo erforscht? Ist das hier im Nachhinein das Labor, in dem Mewtwo erschaffen wurde? Verstehe ich das richtig gerade? Ach, hätten die mal das alte Kampfsystem gemacht, ne? Das ist das Einzige, was das Spiel wirklich total zerstört eigentlich. Dass man seine Pokémons nicht trainieren kann. Das ist für mich auch so... Ich fange ja keine Pokémons mehrfach, nur um die zu leveln. Das ist für mich vollkommen uninteressant. Oh, da war doch Mewtwo drin, oder? Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Du findest ein Top-Elixier. Mega krass.
Du findest einen Geheimschlüssel, der hier unten einfach so rumliegt. Okay, das ist ja voll geil. Dann ist hier ja quasi die Mewtwo-Story drin versteckt, oder? Weil das ist das Labor, in dem Mewtwo gemacht wurde, glaube ich. Krass. Krass, krass, krass. Gut, jetzt haben wir Gott sei Dank ja die Möglichkeit, hier den Teleporter zu benutzen. Was war das denn? Okay, es war nur ein Zweimer. So, ich weiß nicht, warum der Junge hier rumsteht. Wir fragen mal gar nicht. Der ist hobbymäßig eben Informant und informiert Leute. Geil. Schön. Das war das Forschungsinstitut. Und damit kommen wir jetzt in die Arena rein. Geil. Da 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 da. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Beehre uns bald wieder. Natürlich mache ich das. So, sehr schön. Das hat doch gut geklappt, oder? Paoli, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Kommt gleich zu Nummer 1. Jetzt noch nicht, Pyro. Dein Einsatz kommt noch ein bisschen später. Okay. Was? Achte mal bitte auf die Statuen rechts und links. Die haben einfach so einen Bart. Wie der. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier auf der Zinnoberinsel. Seine Zeichen ist Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hierher geschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in der Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, dir gelten andere Regeln. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Viel Spaß und verbrenne dir nicht die Finger. Okay, das ist aber erst was fürs nächste Mal. Für den Stream machen wir eine 10-Minuten-Pause. Und auf YouTube geht es dann morgen weiter oder übermorgen, wann auch immer, mit dem nächsten Video. Ich nehme direkt wieder auf, wie gesagt, ne? Nur für euch jetzt eine kleine Pause, da ich was essen gehe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Pokémon Let's Go Pikachu. Auf Twitch dabei bleiben und auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.